Zweite Folge. Ja. Wir haben hier drei Biere und wir sind natürlich wieder im Biercafé West. Das ist der Junet. Jetzt musst du sagen, das ist der Achim. Das ist der Achim. Ja. Muss halt schon hier wie laufen, wie im Fernsehen. Okay. Das ist der Öffner. Und ja, also drei Biere diesmal von einer Brauerei, die wir hier zum Tasting haben. Und das ist hier das, nicht das, sondern die Brauerei Bräugier. Ja, die sind aus? Berlin, aus der Hauptstadt. Aus der Hauptstadt? Ja. Genau, wir haben hier für heute ein IPA. Ein Getränk, was Achim auf jeden Fall liebt. Aber der Braumeister hat gesagt, Achim soll das mal versuchen. Okay. Er ist überzeugt. Also wir haben hier noch einen Weizen. Also ihr wisst, Weizen ist nicht meins. Ich stehe voll drauf. Und? Und den Tonfeuer. German Pilz. Ja, komm, kann man nichts falsch mitmachen eigentlich. Naja, also theoretisch müssten wir es natürlich mit den Prozenten aufbauen. So, hier 5,7. 5,0 für den Pilz. Ja, ist natürlich auch nochmal der Starter und das Weizen hat auch 5,0. Also ich meine, ist eigentlich, würde ich sagen, wir fangen mit dem Pilz an. Gehen dann zum Weizen und dann natürlich das IPA. Okay? Wir machen es. Der Thronfolger. Inspiriert, glaube ich, von Game of Thrones. Sieht ja so aus, Etikett. Ja, Game of Thrones ist nicht so meins. Guckst du das? Auf jeden Fall. Echt? Ja. Ja gut, ich meine, guckt ja fast jeder, oder? Außer ich. Ich habe auch wirklich nur, ich habe auch genauso am Anfang wie du gedacht. Ich dachte, wer guckt denn sowas? Da habe ich mir eine Folge angeguckt. Da habe ich ja, wow, Khaleesi. Ja, ich weiß nicht, wovon du redest, aber... Aber die das wissen, wissen genau, was ich meine. Der Haken ist halt, ich kann mit dem ganzen Mittelalter-Zeugs nicht viel anfangen. Das ist mehr so Fantasy eigentlich. Ja, Fantasy, Mittelalter, das ist nicht meins. Ich bin halt Jetztzeit und Zukunft maximal. Ich meine, das sieht schon mal aus wie ein Pilz, ne? So, der Thronfolger. So, bevor ich mal hier, du kannst ja ruhig schon was sagen, ich guck mal, was antippt, was die Community dazu sagt. Es ist naturtrüb eigentlich, oder ist es, ja, doch. Es ist schon trüb für einen Pilz. Trüb für einen Pilz, sehr hell. Ich würde sagen, ja, fruchtig. Du, ich habe das schon mal getrunken. Ah. Also ich wusste es nicht, ich habe es nicht scharf und dadurch habe ich es natürlich auch schon mal bewertet. Die Bewertung sagst du noch nicht? Nee. Ich würde sagen, lass uns überraschen, oder lass mich überraschen, ich probiere und dann bin ich auch gespannt, ob du dieselbe Bewertung hast. Wie beim, oder jetzt wird das zweite Mal sein, glaube ich, ne? Ja, ich habe es in Berlin getrunken. Okay. In der Biererei Bar und Vintage Cellar. Ich habe keine Ahnung, wo das war. Vintage German Pilsen heißt das auch. Ja gut, das ist vielleicht ein reiner Zufall. Aber ich werde das nochmal recherchieren. Aber man, ja, Berliner Nächte, ne? Da weiß er auch manchmal nicht, wo du endest mit einem Bier. Prost. Prost. Ja. Riecht. Ich erinnere mich an meine Schulzeit. Meine Schule war direkt hinter der Dachbrauerei. Hast du das nicht letztes Mal schon erzählt? Habe ich das? Nein, ich habe es dir mal privat erzählt. Aber okay. Oder? Wenn du das letzte Mal erzählt hast, dann kannst du das jetzt mal erzählen. Dann haben wir irgendwie nicht einen Running Gag, aber naja, ist egal, ich probiere. Ich erinnere mich an die Gesamtschulzeit. Morgens, wenn ich immer, besonders wenn es kalt war, Achim, warte, ich muss probieren, Alter. Da habe ich gesehen, wie es in der Kanalisation das Bieraroma rauskam. Alter, das ist doch Bierromantik. Das hast du dir auch schön geredet. Es war einfach kalt. Und das Einzige, was mich da aufgewärmt hat, war das Ding da. Ich muss auch so eine Strecke immer laufen. Ja. Ist ein solides Pilz. Also ich finde es sehr lecker.
Solide ist heißt, also solide ist bei mir gut, ne? Also nicht falsch verstehen. Es ist solide. Nicht so bitter? Nö, das kannst du wegtrinken. Da kannst du auch mehr als eine Flasche trinken. Ja, ich wollte schon sagen, also mehr als eine Flasche. Man muss auch sagen, übrigens, die lagern es und transportieren das komplett kühl. Die haben eine richtige Kühlkette. Also vom Tank bis zur Abfüllung. Ja, bis zu mir, also bis zum Gastronom und natürlich auch ich. Wir kühlen das permanent zwischen 5 und 7 Grad. Okay, das ist halt relativ, ja, also unique gefühlt in der Brautszene. Das machen nicht viele, also Konzept Kühlkette ist halt vielleicht bekannt, machen einige, aber halt eben nicht Brauereien, Bierbrauereien, wie eben Bräugier. Das haben die halt als Alleinstellungsmerkmal für sich definiert. Tut dem Bier bestimmt gut und dem Pilz sowieso. So, was würdest du denn geben? Ich würde geben 3,5. Ich habe gegeben 3,5. und ich würde halt auch dabei bleiben. Also solides Bier kannst du halt locker mal hier, also eine zweite Flasche oder eine dritte Flasche auch trinken. Mhm. Bin ich voll dabei. Das checke ich auch mal mit 3,5 erneut ein. Okay, ein Foto könnt ihr auch machen. Naja. Ist nicht so gelungen, aber ist auch egal. Ich habe es ja schon einmal vernünftig fotografiert. Ja, 3,5. Solides Pilz. Kann man trinken. Ich habe jetzt eher Angst vor dem Weizen. Ich freue mich schon drauf. Das Fiese ist, wir wollten es ja eigentlich bei 3 Bier also belassen hier. In unserem schönen, hübschen neuen Kanal oder in dem Video, was wir hier machen. Es waren eigentlich 4 Biere sogar. Und wir haben ja halt gestern schon mal vorgeplant und da war ein Schwarzbier dabei. Also, das fand ich schon echt gut. Du aber auch. Ja, ich auch. Also, ich bin ja bei Schwarzbier oder so Stouts. Das ist nicht mein Fall. Aber ich fand es interessant. Es war wirklich interessant im Geschmack. Jetzt gehen wir zu meinem Herrn König. Johannes, der Braumeister, ist überzeugt gewesen. Also das Schwarzbier war so gut, also es hat mir gefallen. Thronfolger auch. Jetzt haben wir mein Favorit. Jetzt bin ich neugierig. Das Elektroweizen, das Weizen für die Techno-Szene. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mal auch gestern schon gelesen. Das erfrischendste Weizenbier seit Jahrhunderten. Ja, schon mal auf die Kacke hauen, sag ich mal. Ne? Wir haben dem traditionellen Hefeweizen eine große Ladung Zitrahopfen geschenkt. Das machen auch andere. Das Elektroweizen hat die typische Bananennote eines bayerischen Weizenbiers gepaart mit einer angenehmen Hopfennote und reichlich Zitrusaromen. Ich finde Banane scheiße. So. Deswegen glaube ich auch nicht, dass mir das jetzt besser schmeckt als andere Weizen. Und wo das Elektro ist, ich bin gespannt. Kannst du aufmachen. Das sieht schon interessant aus. Ich mache mich schon mal schlau. Ey, ich habe übrigens witzigerweise Untappt. Ich habe mein 8. Jahr auf Untappt. Jubiläum. Jubiläumsbadge. Und das mit Elektroweizen. Nee, mit dem Pilz. Mit dem guten deutschen Pilz. Badge-Alarm. Eigentlich hätte ich das alles für mich auffüllen können. Weil Achim wird das eh nicht mehr trinken.
Du bist halt negativ, ne? Wo du gerade noch erzählt hast, dass der Braumeister dir gesagt hat, ui, das ist ganz toll, das wird dem Achim auch schmecken. Ja. Wir vergeulen den Tropfen nicht. Wir nehmen alles, was in der Flasche drin ist, raus. So? Ja, da muss man auch Spaß dran haben. Lass mal scannen. Barcode. Nee, nee, nee. Okay. Okay. Banane. Ja, die riecht man. Sehr fruchtig. Jetzt bin ich gespannt, Achim. Ich auch. Nö, ich eigentlich nicht. Was heißt was? Wenn Achim mich einen zweiten Schluck nimmt? Ich finde, es schmeckt nach nichts. Also, was ich jetzt auch gar nicht mal schlecht finde halt. Also, es schmeckt halt nicht nach Banane. Es riecht nach Banane, schmeckt aber nicht nach Banane. Also ich schmeck richtig Banane raus. Echt? Ich schmeck richtig Banane raus. Es ist angenehm. Also es ist angenehm zu trinken. Es ist ein anderer Weizen. Also ich würde halt wieder sagen flach. Ja, flach auf jeden Fall. Wobei mir halt flach halt vollkommen okay, also eher positiv als negativ ist. Also es ist halt nicht polarisierend. Also du hast halt keinen total starken Geschmack. Nein. Hefeduft ist da. Aber auch... Findest du es gut? Ich finde es sehr gut. Also ich finde es für einen Weizen auch gut. Was halt heißt, im Regelfall würde ich halt einen Weizen sagen, nee komm, gib mal dem anderen die Flasche oder hier komm, schütte ich dir ein. Ich meine, ein Glas, also das Glas trinke ich halt aus, das ist vollkommen okay. Also wenn mir das hinstellt, sage ich jetzt nicht nein, weil schieb's direkt weg. Also ist schon okay, weil ich meine, ist halt Weizen, ist nicht meins. Aber es eben, weil es flach ist halt. Im Endeffekt ist halt, halt keine, nicht diese klassische Weizennote, finde ich. Nein, hat es nicht, das stimmt. Ist halt relativ untypisch. Die Frage ist, ob das auch bayerisch ist. Er sagt ja, es ist typisch bayerischer Brauchstil. Ich frage mich, wie du... Nee, nee, also ich meine, auf dem Etikett steht, da habe ich ja gerade schon vorgelesen, nee. Die typische Bananennote eines bayerischen Weizenbiers. So, ja, die kannst du riechen. Du schmeckst sie, ich schmeck sie nicht. Wirklich, vielleicht auch an mir. Ich frage mich, was Elektroweizen bei dem Ganzen ist. Also. Außer dass es geil ist, das Elektro zu nennen. Kein Thema, bin ich voll dabei. Name ist schon interessant. 21st Century German Wheat. Okay, ich meine, klingt auch geiler als es ist, weil wir sind im 21. Jahrhundert. Aber, also, besser als erwartet für mich. Absolut, voll dabei. Was würdest du geben? Okay. Respekt. Also ich gebe eine 2,75. Oh, das ist schon was Gutes bei dir. Also es ist ja mehr als die Hälfte. Und ich meine, sonst gebe ich halt einen Weizen halt irgendwas zwischen 0 und 1,5, weil ich es einfach nicht mag. Ja. Also, da muss man auch fair sein. Das würde ich halt durchaus trinken, wenn es mir hingestellt wird. Tue ich ja jetzt gerade, wenn es mir hingestellt wird. Alles gut. So, gecheckt.
So. Haben wir rausgetrunken? So, ein Game-Changing IPA, wie das Bräugier verspricht. Okay, das ist das Pur Bud Hoppy, was sich bezieht auf den ehemaligen Spruch vom Wurfereit, war das, glaube ich, hier in Berlin. Mhm. Arm, aber sexy. Ja. Okay, schöner Spruch, heißt jetzt nichts. Gucken wir mal, ob es so ein schönes Bier ist. Insgesamt finde ich das schon interessant. Braugier. Also generell als Brauerei. Ja. Also relativ breit aufgestellt von, ja, von dem Bierarten. Trink mal hier alles raus. Ja, das ist ein bisschen dunkel, oder? Okay. Ich muss sagen, aber sprich ruhig, ich zeig nur die Flasche. Ich muss sagen, bei beiden Bieren interessante Schaumbildung. Das kann natürlich auch an meiner, ich wollte gerade sagen, an meiner Einschütttechnik liegen, aber du hast ja auch eingeschüttelt. Sehr hell, sehr klar. Also meint es hell für ein IPA? Hell für einen Schaum. Ach so, ich hätte das... Nee, also für ein IPA ist das dunkel. Wollte ich gerade sagen halt, also da sind wir halt... Es ist schon dunkel, aber ich finde den Schaum ganz interessant. Also ich kenne schon Biersorten, wo es... Also ich bin nicht der, so der Schaumfetischist. Ich auch nicht eigentlich, aber ich find, das ist mir aufgefallen jetzt auf Anhieb. Das ist ein schöner Schaum. Ja, deshalb. Ich kann doch in Leidenschaft hier Schäume gucken. Sehr fruchtig. Absolut. Vorteil an diesem Becher, an diesem Sensorikbecher, es ist halt konzentrierter, es ist breit und es wird halt schmaler, so dass man, wie schon Achim gerade vorgemacht hat, man kann die Aromen besser reinziehen oder duften. Hm? Jetzt bin ich gespannt. Und sieht auch geil aus im Glas. Ist halt lecker. Und lecker und eigentlich, also erwarte ich beim IPA eigentlich mehr Hopfen. Mhm. Also ich finde es halt, es hat halt weniger Stärke im Hopfen, als ich eigentlich erwarten würde bei einem IPA. Was mich jetzt aber auch nicht stört, weil es einfach lecker ist. Ich kenne nicht so ein IPA. Der ist Hammer. Übrigens, Achim, hier steht auch Pur Bud Hoppy. 2003 prägte der Berliner Bürgermeister den Slogan der Stadt, arm aber sexy. Habe ich auch gerade davon abgelesen. Ne? Ach so. Pur Bud Hoppy. Es ist spät geworden. Ja, also Biercafé West hält auch schon zu. Alle sind draußen, deswegen können wir uns auch schön konzentrieren. Und ich guck mal, was die Community dazu gesagt hat, wenn ich es gescannt bekomme. Lass mich raten. Ich will wieder 3,5 geben. Okay. Also, die Community, also ich würde 3,75 geben. Ich finde das schon, also ist ja eh jeder sein eigener Standard. Ich finde das schon echt, echt lecker. Habe ich jetzt schon x-mal gesagt. Also ich würde 3,75 geben. Die Community hat 3,57 gegeben. Also praktisch wie du. Und einer meiner Freunde hat 4,0 gegeben.
Und, ach, das war der Max vom Bermuda. Ja, guck an. Der hat 4 gegeben, ich gebe 3,75, du gibst 3,5. Check ich das mal ein. Eine Gedankenpause? Ja, also ich finde, ich bin am Überlegen schon, einen Schritt weiter. Wie listen wir das auf? Wie was? Nein, wie wir das kategorisch einteilen können. Ich sag einfach, Johannes, du bist bei mir im Kühlregal. Der hat bei Bitburger gelernt. In Bitburg. Der Braumeister. Der Braumeister. Okay. Der Diplom-Braumeister sogar. Der hat studiert sogar einfach. Also einfach nur Lob. Ich meine, haben wir jetzt halt auch eine relative Bandbreite halt von einem Pilz über einem Weizen zu einem IPA. Okay, das war jetzt auch nicht unbedingt in der Reihenfolge die Flaschen hingestellt, aber ja, es ist eine Bandbreite für eine Brauerei. Also es bereichert meinen Kühlschrank. Der Pilz ist halt, es ist ein Pilz, es ist nicht schlecht, es ist nicht jetzt, es ist gut, man merkt das schon qualitativ. Ich würde es auch listen, aber ja, allein schon nur wegen dem Namen, vielleicht eher Bonuspunkte. Aber ich habe so viele Pilzsorten und daran sehe ich das halt. Bisschen und ich meine, fair enough, voll. Also ich meine, das klassische Dortmunder Bier ist ja ein Export. Deswegen heißt es auch im Ausland Dortmunderisch. Also Dortmunderisch. Ja. Aber ich meine, wenn du mich heute fragst in Dortmund, was trinkst du für ein Bier, dann trinkst du halt einen Pilz. So. Und Pilz halt kennt halt auch jeder. Also wie gesagt, gutes Pilz, was ja. Ganz anderes. Ja. Also nicht was ganz anderes, aber schon also ein bisschen anders halt, aber halt ist jetzt nichts, was dich jetzt aus den Socken haut. Ja, das stimmt. So, einen Weizen will man eh nicht trinken. Wie? Was? Will man nicht? Weizen will man eh nicht trinken als Dortmunder? Als Bayer. Bayern-Fan. Mitglied? Sogar Mitglied. Jetzt fällt es mir schwer, jetzt doch positiv darüber zu reden. Nein, es ist halt was anderes. Also ich habe im Kühlschrank einige interessante Weizen, aber das ist vom Geschmack her ganz anders, Achim. Yeah, ja, absolut, weil ja. Ich habe ja auch gesagt, halt, also Weizen gar nicht meins, da kannst du mir ein Glas hinstellen, ja. Das trinke ich und ich trinke es jetzt nicht aus Freundlichkeit, sondern ich trinke, weil es okay ist. Und es muss schon was heißen, wenn Achim 2, noch etwas, 2,75. Das, weil Achim gibt maximal, er wird am liebsten 0 geben, aber er gibt da Fairness halber 1. Ja, Weizen ist nicht meine Welt. Er hat sogar ausgetrunken und ich habe nichts bekommen. Normalerweise kriege ich dann den Rest. Er nimmt einen Schluck und er trinkt gar nichts mehr. Also, der Johannes hatte recht. Achim, du solltest das probieren und hast es probiert. Genau. Aber am Ende des Tages würde ich halt wahrscheinlich. Okay, eigentlich würde ich halt das Schwarze Bier trinken, was die auch noch haben, was halt echt geil ist. Aber von den drei würde ich halt das IPA nehmen. Das finde ich halt echt lecker. Also, ich bin der süße Typ. Ich trinke gerne süße. Also, es darf nicht zu bitter sein. IPA hat einen bitteren Nachgeschmack. Aber ich finde es interessant. Es bereichert wieder, wenn ich jetzt über meinen Kühlschrank rede. Ich habe einige IPAs. Um einiges, weil es hat ein Aroma, Frucht, boah, es ist ganz interessant. Ich habe nochmal geguckt im Etikett, was für ein Geschmack, also ob die irgendetwas noch hinzugefügt. Nein, es ist einfach Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hefe.
phänomenal. Also, ich will's haben. Ja. Also, ich... Also, bei mir ist es immer so, ja. Wie würdest du das denn platzieren, Afim? Ja, so wie ich es hinstellen würde. Also, ich würde wahrscheinlich halt sogar hier, also Weizen, Pils IPA, aber wenn ich mal sage, ich versuche mal neutral zu sein, würde ich sagen, okay, ein Pils ist ein Pils, da tust du dich in Dortmund, wo wir halt sind, einfach schwer. Das Weizen ist halt für den Weizen echt, also okay, alles easy. Das IPA finde ich halt schon echt lecker.